Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Software Inc. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ein Snackautomat reicht. Und ich will noch was testen. Man kann die hier tatsächlich noch hinstellen. So, machen wir zwei Snackautomaten. Wie ihr seht, wir sind momentan nur im Grün. Das kommt aber hauptsächlich durch die Druckaufträge. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Druckauftrag, mach mal. Voll und ganz, kriegen wir hin. So, der tippt hier fleißig weiter. Ich denke, wir werden uns... Apropos. Ich denke, ich werde uns noch ein... IT-Support, Hausmeister-Support und ein Kurier werden wir jetzt bestellen. Okay, der Kurier kommt halt um 20 Uhr, da dürfte keiner mehr da sein. Oh, wir kriegen ein Parkplatzproblem. Wie verhält sich das jetzt, wenn ich jetzt in die Richtung kaufe? Ich kann da weiter? What? Okay. Wird es dann abgerissen? Ich hoffe nicht. Oder hoffentlich doch. Das haut nicht hin. So, wir kaufen lieber... Oh, schon wieder. Wo ist der Sound hin? So. Eieiei. Das veröffentlichen wir. So, jetzt müsste sich eigentlich eher langweilen. Weil, das ist glaube ich... Ne, das brauchen wir gerade nicht. Wait, wait, wait. Das hat die falsche Zuweisung. Es muss Richtung Grafik.
Cheat-Kram. Jetzt haben die falschen Leute dran gearbeitet. Müssen wieder runter. Oh, da ist alles noch gut. Ach, die Grafikerin kommt später. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen neuen Auftrag für Team Core. Auftrag anfangen. Wie ist die Serverauslastung? 1%, kein Problem. So, wir werden jetzt... zwei Programmierer. Einmal ein System brauchen wir ein. Der ist gut. Der ist bloß recht gestresst immer. Schnellgestresste brauche ich eigentlich nicht. Normal finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Der geht in Team Core. Den stellen wir ein. So, der kriegt den Platz hier. Das ist jetzt der Elvis Morrow. Frage mich. Das geht bloß unten. Okay. Das ist einfach, der Platz ist kacke. Jetzt arbeitest du weiter, sehr gut. So, dann werden wir für unten noch einen Designer einstellen. Halt, 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 was habe ich jetzt eigentlich gerade eingestellt? Das ist ein Programmierer, ja. Rolle ändern, programmieren, so. Der soll ausschließlich programmieren. Und dann stellen wir noch einen Designer ein. Der sieht doch schon, der ist doch perfekt. Der ist perfekt. Kensley. Der kriegt den Platz hier. Der macht auch ausschließlich Design. Rolle ändern. Nach Funktion sortieren. Wir brauchen unbedingt wieder ein Kurier. Die Kuriere zum Rufen sind definitiv besser als die, die jemanden fest einstellt. Thank you.
glaube fast. Meine Grafiker sind zu kurz da. Deine langweilt sich. Warte mal, ich werde jetzt erstmal gucken, was er da so drauf hat. Das ist Kensley. Der ist in 2D zum Beispiel jetzt nicht so die Leuchte. Den werden wir jetzt ganz kurz in Design schicken. 2D-Kurs starten über 3 Monate. Wir haben jetzt den 3. Tag im März. Hochstufen. Wir brauchen definitiv eine neue Anwendung. Logistikauftrag. So, ich werde jetzt erstmal Künstler, der wird beim Künstler-Ding mithelfen. Jetzt haben wir ein bisschen Verlust gemacht. Oh, ich habe das nicht bemerkt. Eieiei, Kurier. Ich glaube nicht, dass der alle auf einmal holen tut, oder? Sehr gut. Sind wir eigentlich schon fast durch mit unseren ganzen Paketen? Scheiße. Wir brauchen unbedingt neue Termine, Aufgaben. Wir werden fertig. Den Programmierer habe ich ja weggeschickt. So, das veröffentlichen wir. Ja, das macht jetzt nichts, dass ich da nicht so gut bin. Hey, ich hab dich doch auf... Nee, dich habe ich nicht weggeschickt. Ja, du kannst jetzt erstmal... Der Programmierer kann eigentlich auch ein bisschen kodieren, oder? Quatsch, Rolle ändern. Wir machen erstmal jede Rolle. Wie jetzt? Wirklich wegen Hochstufen. Sehr gut. Dann kann ich jetzt mich wieder drauf konzentrieren. Jede Rolle. Zuweisung. Chord, damit nichts mehr zu tun. Und der hat wieder seine Aufgabe, dass er wieder programmiert. So, ich denke mal, das werden also auch die restlichen Pakete sein. Elvis Morrow hat sich krank gemeldet. Sehr schön. Hat sich krank gemeldet. Nee, das waren noch nicht alle. Egal.
Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüdüdü.